So ähnlich kann man sich Zocki vorstellen, wenn er eine neue Veröffentlichung von Sinestrange bekommt. Ähnlich wie Reb Brown in jedem einzelnen seiner Filme. Aber heute geht's gar nicht um ein neues cinematografisches Exploitation-Flickwerk mit Reb Brown, sondern mit seinem Kollegen, unter Anführungszeichen Miles O'Keefe, der aber ebenfalls hier von Bruno Mattei verheizt wird bis zum geht nicht mehr in einer absoluten Trash-Perle namens Der Kampfgigant. Und nach all dem, was ich im Jahr 2020 mit Sinestrange und Magnum Thunderbolt durchmachen musste, hat es das Label doch trotzdem geschafft, mir auch eine Veröffentlichung zu liefern, die ich wirklich mochte. Gut, ich habe noch nicht näher reingeschaut, aber die Bahnhofskino-Edition mit Bruno Mattei's Terminator 2 aka Contaminator ist zumindest optisch von der Mediabook-Seite her eine Version gewesen, die ich eigentlich ziemlich leiwand finde und vor allem, wo ich schon sehr gespannt bin, was man aus dieser Bahnhofskino-Reihe macht. Und da ist natürlich ein Kampfgigant ein durchaus brauchbarer nächster Teil, der ebenfalls inszeniert wurde von Bruno Mattei, aber hier mit eben einer einheitlichen Gestaltung ebenfalls im Mediabook daherkommt. Und das macht meiner Meinung nach wirklich etwas her. Ich mag diese schön reißerische Art, wie man sich hier einfach für das Bild oben entschieden hat. Dazu noch dann wundervoll das Wort Color-Tonfilm um sich geworfen hat, den Film auf dem Cover selbst noch als Trash-Perle bezeichnet und dazu dieses altbekannte Motiv von Miles O'Keefe liefert, wo mir eben relativ flott dieser Reb-Brown-Verschnitt eingefallen ist. Ja, ein ähnlich tolles Kopf-zu-Körper-Verhältnis wie bei dem brandneuen Mediabook von Rambo 3 haben wir hier bei Miles O'Keefe, aber trotzdem, meiner Meinung nach, ein wirklich herrliches und wirklich explosives Cover-Design. Ich mag die Art, wie er uns quasi die Läufe von seinen beiden Waffen, die offensichtlich eine Mischung aus Revolver und Raketenwerfer darstellt, so wie sie positioniert werden, er, der entweder für eine Werbung für Schießeisen oder für Zahnpaste posiert und wo außerdem natürlich im Hintergrund und um ihn herum so einiges explodiert, das vielleicht oder vielleicht auch nicht ansatzweise in dem Film so vorkommt. Aber was Sinestrange in dem Fall eigentlich relativ cool gemacht hat, ist wieder diese Art, wie sie ähnlich wie beim Contaminator hier den Filmtitel beziehungsweise nämlich sämtliche andere Textelemente auf dem Frontcover aus diesem aus diesem Hochglanzfinish hier ausgehoben hat, beziehungsweise dann natürlich oben die Leuchtreklame für das Bahnhofskino ebenfalls noch leuchtet und auch das Bild hier auf der oberen Seite, das ist eine meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr coole Gestaltung, ein sehr, sehr cooler Einsatz von diesem Partial Gloss und generell ein explosives, reißerisches, dämliches Cover, wie ich es persönlich einfach nur liebe. Außerdem wurde das Ganze natürlich eben auch auf dem Spine fortgesetzt, bis hin zum Backcover, das ebenfalls genauso gestaltet ist, wie man es von der ersten Nummer vom Contaminator gewohnt ist, nur dass es dieses Mal entweder nur ein ganz schwaches oder gar kein Design unterhalb von diesem Textblob gibt, aber dafür erwartet uns hier Miles O'Keefe mit ebenfalls dem Full-Gloss-Effekt und wundervolle Kritiken zu dem Film wie die völlig unglaubwürdige Geschichte dient nur als Vorwand für zahllose Tötungsszenen. Ja, 9 von 10 Sterne, oder? Und dazu gibt's dann die Inhaltsangabe. Es gibt noch weitere Bilder aus dem Film mit einer kleinen Tagline. Hier dann die ganzen technischen Details. Wundervoll, dass es auch eine englische bzw. italienische Sprachfassung auf dem Film gibt. Limitiert ist diese Version von dem Mediabook hier auf 250 Stück. Und auch da muss man wirklich in der Gesamtansicht sagen, das ist eine Reihe, die, so sehr ich Sinestrange auch hasse und verachte, mich optisch einfach unglaublich anspricht und wo ich einfach sehr, sehr gespannt bin, was mich da erwartet. Dann noch dazu noch einmal dieser wundervolle Rambo-Vergleich hier gleich auf dem Booklet-Frontcover mit dem Text von Nando Rona. Sehr schön, wie eben auch Miles O'Keefes Rambo-Verschnitt hier
dargestellt wird. Dazu haben wir dann da noch auf dem auf der Disk hier das Bild von Miles O'Keefe, beziehungsweise ein anderes Bild, ebenfalls recht cool, auf der DVD mit dem Film auf der rechten Seite. Das ist ja tatsächlich einer dieser absoluten trashigen Kultfilme, wo der erste Teil seine digitale Heimkinoauswertung erst lange, lange, lange Zeit nach dem zweiten Teil bekommt. Hier eben die Excess Excellent Collection mit dem zweiten Kampfgigant mit Reb Brown in der Hauptrolle. Das ebenfalls natürlich ein Grund für meinen kleinen Seitenhieb am Anfang von dem Video. Ebenfalls eine wundervolle Version. Cool finde ich irgendwie auch, wie eben beide Filme dann tatsächlich doch die quasi selbe Version vom Titelschriftzug nützen, nur mit ein bisschen am anderen Ehrencode quasi vorne drauf. Aber wir können dann noch einmal durch dieses Mediabook blättern und uns anschauen, was eben uns der Text von Nando Rona so auf den ersten Blick liefert. Dabei, also wir haben noch nicht wirklich genau auf das Innendesign geschaut. Das ist quasi so eine Art Phantomkommando-Vorbereitungsszene mit den Handgranaten, mit dem Messer. Eigentlich etwas, das ich bei so einem Film auch durchaus unterhaltsam und passend finde. Können dann einmal durch das Booklet blättern. Da erwarten uns einerseits meiner Meinung nach gar nicht einmal so schlecht. Ah ja, Nandos Humor finde ich teilweise auch echt wahnsinnig cool. Mit einigen Informationen eben rund um den Film dazu finde ich das Krieg al dente ist auch Hammer. Sehr schön gestaltet irgendwie so mit diesen Waffenbildern, wunderbar, wie dann die einzelnen Ausschnitte aus dem Film eingearbeitet wurden. Junge, ich muss noch was erledigen, aber ich komme zurück. Dann kommst du in die Vereinigten Staaten mit mir. Wir gehen heim. Okay, gut, jetzt das Zitat hätte ich mir wahnsinnig wesentlich cooler vorgestellt, wie ich damit begonnen habe, es vorzulesen. Das noch einmal die Ausschnitte, die man dann eben im Hintergrund, eben unterhalb der Discs ebenfalls noch sieht. Aber wir haben da dann noch den Kinoplakatsatz von Konstantin mit K. Von Comkino, genau. Also Konstantin vom Comkino, nicht der Konstantin Filmverleih, Verzeihung. Mit dem Aushangfotosatz sehr schöne Dinge, die sich da in das Mediabook, die da quasi in das Mediabook hineingewandert sind. Dazu dann noch einige alte VHS-Cover. Das finde ich absolut großartig. Nämlich eben hier zum Beispiel der Vergleich mit dem alten deutschen VHS-Cover, wo man eben wirklich sieht, dass dieses Cover relativ cool für dieses Mediabook aufbereitet wurde. Dazu noch die Tatsache, dass das auch ein Motiv war, das zum Beispiel in Japan oder Amerika verwendet wurde. Und last but not least offensichtlich die alte Pressemappe, beziehungsweise mit weiteren Informationen. Wie gesagt, ich hasse Sinestrange, aber trotzdem, ich mag die Bahnhofskino-Reihe und ich hoffe, dass wir in dieser Reihe noch einige weitere Trash-Perlen dann wirklich serviert bekommen.